Macht die Umsatzsteuer bei gewerblicher Vermietung Sinn? Mehr erfahren Sie in diesem Video. Als Vermieter von Gewerbeimmobilien haben Sie die Möglichkeit, zur Umsatzsteuer zu optieren. Ob das wirklich Sinn macht, klären wir heute. Ich bin heute zu Gast bei Rainer Post, der seit über 27 Jahren in der gewerblichen Vermietung aktiv ist und sich konzentriert auf die Vermietung von Ladenlokalen. Ja, schön, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, also wir sind Makler, wir haben uns spezialisiert. Wir vermitteln Ladenlokale und Geschäftshäuser in Fußgängerzonen. Ich persönlich mache das seit 27 Jahren. Mein Partner, der Herr Fossig, seit fast 50 Jahren. Wir sind bundesweit tätig und haben Kontakte zu Filialisten, Eigentümern in den Fußgängerzonen. Wenn es also um Gewerbemietverträge geht, dann bist du hier genau richtig. Das ist schon mal sehr gut, weil dann können wir nämlich jetzt genau diese Punkte auch mal klären. Ich glaube, dass viele Eigentümer, die Immobilien besitzen, dann sind es ja meistens so gemischt genutzte Immobilien, Wohn- und Geschäftshäuser, sich häufiger mal die Frage stellen, macht das irgendwie Sinn, zur Umsatzsteuer zu optieren? Und ich habe jetzt im Vorfeld mal nachgelesen, es besteht ja erstmal keine Verpflichtung dazu zu optieren, ne? Nein, also grundsätzlich besteht keine Verpflichtung, es ist genau andersrum. Grundsätzlich ist jeder Mietvertrag umsatzsteuerfrei. Mhm. Es gibt Ausnahmen, das sind zum Beispiel Stellplatzvermietungen, da muss man die Mehrwertsteuer zu der Miete zusätzlich berechnen, aber grundsätzlich hat man freiwillig die Möglichkeit, zur Mehrwertsteuer zu optieren. Da gibt es teilweise Gründe, das zu tun oder es auch vielleicht zu lassen. Was sind denn aus deiner Sicht jetzt Gründe für einen Eigentümer, diese Option zu ziehen? Also wenn es für einen Eigentümer ansteht, dass in dem betreffenden Haus investiert werden muss, größere Investitionen, dann kann es sinnvoll sein, zur Mehrwertsteuer zu optieren, weil dann dieser betreffende Eigentümer die Möglichkeit hat, die Baukosten, Investitionen mit der fälligen Mehrwertsteuer als Vorsteuer geltend zu machen. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine Summe von 120.000 Euro investieren muss und ich habe eine gewerbliche Vermietung, kann ich aus diesen 120.000 19.000 wahrscheinlich an Mehrwertsteuer wieder rausziehen und mir das vom Finanzamt wiederholen. Das ist genau richtig so. Also wenn vielleicht ein anderes Beispiel mit 119.000 Euro, dann ist es so, dass die 100.000 Euro die Kosten sind und die 19.000 Euro, die sind dann ein durchlaufender Posten. Bei der ganzen Betrachtung ist aber entscheidend, dass der Mietvertrag mit einem Mieter geschlossen wird, der zur Umsatzsteuer optieren, also der Vorsteuerabzugsberechtigt ist. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, nämlich das habe ich auch im Vorfeld jetzt gelesen, dass man schon gucken muss, wen habe ich überhaupt als Mieter. Das heißt, es gibt so gewisse Ausnahmen, wie beispielsweise Banken und was hatten wir noch? Ärzte zum Beispiel. Wenn man sich mit Mietverträgen beschäftigt, mit einer Bank oder mit einem Arzt, dann macht es so keinen Sinn, über eine Mehrwertsteuer nachzudenken, also über eine Option. Es ist also ganz entscheidend, dass der Mieter selber umsatzsteuerpflichtig ist. Sonst kann ich auch gar nicht dazu optieren. Das geht nicht, nein. Okay. Das ist, glaube ich, auch ein Irrglaube bei manchen, die dann einfach sagen, ich will dazu optieren, egal ob sie es umlegen können oder nicht. Nein, das ist eigentlich nicht. Es ist entscheidend, dass der Mieter umsatzsteuerpflichtige Umsätze in seinem Geschäft macht. In der Regel ist das ja so. Ja, jeder Textiler oder jeder Drogeriemarkt, mit dem gibt es da überhaupt keine Diskussion. Das läuft so. Aber wenn es zum Beispiel eine Bank ist, dann ist es so, dass die Bank nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist und ein solcher Mietvertrag dann keine Mehrwertsteueroption begründet. Der Weg dahin ist ja relativ einfach, weil ich muss dem Finanzamt gegenüber eigentlich nur erklären, ich möchte zur Umsatzsteuer optieren und das war's. Die Ausübung der Umsatzsteueroption ist einfach, ja. Aber entscheidend ist, was im Vertrag steht. Jetzt, wenn aber der Vertrag jetzt neu geschlossen wird, dann kann ich diese Dinge ja nochmal neu, die Weichen auch nochmal neu stellen. Und ich könnte ja auch mit einer bestehenden Immobilie, die derzeit keine Umsatzsteuer zur Umsatzsteuer optiert, könnte ich in Zukunft mit der dieses ausführen. Wenn der Mieter vorsteuerabzugsberechtigt ist und das so mitmacht, dann kann man das tun. Deswegen ist es auch ratsam, grundsätzlich, auch wenn man sich heute noch keine Gedanken über eine Umsatzsteueroption macht, dass man bei einem zukünftigen Vertrag sich diese Option vielleicht offen hält. Das kann man auch vereinbaren, dass man mit dem Mieter einen Vertrag schließt und sagt, wenn ich denn mal zu einem späteren Zeitpunkt zur Umsatzsteuer optiere,
dann möchte ich auch die Möglichkeit haben, das auszuüben. Also wäre jetzt hier auch wieder aus deiner Sicht wichtig, so eine Art Öffnungsklausel mit in den Mietvertrag einzubauen, wenn man zum Abschluss noch nicht dazu optiert, dass man zu einem späteren Zeitpunkt optiert. Ja, genau. Also wenn man sich diese Option selber nochmal offen hält, ist das sicherlich sinnvoll, wenn man später größere Investitionen hat und es sich rechnet. Das ist natürlich immer die entscheidende Frage, lohnt sich der Aufwand? Weil wenn man zur Umsatzsteuer optiert, dann hat man einen erhöhten Aufwand. Du musst dann jedes Quartal oder je nachdem, wie die Umsätze sind, jeden Monat eine Umsatzsteuervoranmeldung einreichen beim Finanzamt. Und da ist die Frage, macht der Vermieter das alleine? Oder deswegen ist es meines Erachtens wichtig, wenn man sich darüber Gedanken macht, sollte man das mit einem Steuerberater beraten. Ich glaube, um den Steuerberater kommst du bei dem ganzen Prozess auch nicht drum herum, weil du musst monatlich ja Geld abführen ans Finanzamt. Und die Frage ist ja, ab wann rechnet sich das eigentlich und für wen? Also pauschal würde ich sagen, bei größeren Investitionen, da sollte man das auf jeden Fall mal durchspielen. Oder wenn es ausschließlich gewerbliche Objekte sind. Es gibt ja auch gemischt genutzte Objekte. Wenn man zum Beispiel ein Wohn- und Geschäftshaus hat, im Erdgeschoss ein kleiner Laden und oben 8 Wohnungen und der Anteil des Gewerbemietvertrages ist vielleicht nur, ich sage jetzt mal in Zahl 20%, dann würde ich jetzt mal pauschal sagen, den Aufwand würde ich persönlich für mich nicht betreiben. Mhm. Wenn es aber andersrum ist, dass man ein Gewerbeobjekt hat, wo ausschließlich Mieter sind, die umsatzsteuerpflichtige Umsätze machen, dann ist das sicherlich auch einfacher. Ja, erstmal vielen Dank. Ja, gerne. Als Abschluss kann man einfach sagen, die Option, die Umsatzsteuer zu optieren für Vermieter, ist nicht in jedem Fall wirklich sinnvoll. Und man muss halt auch im Vorfeld genau abwägen. Man kann aber zusammengefasst sagen, es macht halt dann immer Sinn, wenn Sie als Eigentümer große Investitionen vorhaben oder eine Ladenfläche umbauen wollen, dann würde es hier im Einzelfall sich einfach schon lohnen. Ja, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Wenn Sie mehr wissen wollen zum Thema Immobilienwissen, dann abonnieren Sie einfach den Kanal. Bis bald.